Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und ich bin Rainer Polen, Strafverteidiger und Seniorchef der bundesweit tätigen Strafverteidigerkanzlei Polen und Meister aus Mönchengladbach. Und heute wollen wir uns mal über den Fall Mollert unterhalten. Ich bin jetzt auf der Webseite des Strafverteidigers von Herrn Mollert, nämlich dem Gerhard Strate. Und wie du hier siehst, hat der eine ganze Menge Dokumente aus dem Strafverfahren online gestellt. Was es mit dem Online-Stellen von Gutachten so auf sich hat, dazu haben wir ja schon mal ein Video gemacht. Heute soll es mal darum gehen, inwiefern dürfen überhaupt Strafakten eingescannt werden und an die Öffentlichkeit gelangen. Wir lassen das Urheberrecht jetzt mal außen vor. Es geht jetzt darum, ob es nicht irgendwelche Strafnormen gibt, die verbieten, dass man aus einem aktuellen Strafprozess berichtet und dass Informationen daraus an die Öffentlichkeit kommen. Und das hier ist ja wirklich eine ganze Menge, die man sich direkt runterladen kann. Ja, du sprichst ein interessantes Problem an. Zum Fall Strate kann man sagen, oder zum Fall Mollert, dass die von mir ach so geliebte Augsburger Staatsanwaltschaft ja tatsächlich gegen den Kollegen Dr. Strate ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat im Zusammenhang mit dieser Internetdokumentation. Okay. Und zwar haben die nämlich gesagt, du bist verdächtig, eine Straftat nach § 353d Absatz 3 des Strafgesetzbuches begangen zu haben, sogenannte verbotswidrige Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen. Ich kenne dieses Problem ganz gut, weil ebenfalls die Augsburger Staatsanwaltschaft gegen mich in einem anderen Fall ein Ermittlungsverfahren desselben Inhalts eingeleitet hatte. Und deshalb muss man sich mit dieser Vorschrift ein bisschen befassen. Oh, ich sehe es hier, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft. Wer entgegen dem gesetzlichen Verbot über eine Gerichtsverhandlung bei der Öffentlichkeit ausgeschlossen, bla 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 bla. Du kannst uns das in Kurzform erzählen. Was ist da genau verboten? Ja, also verboten ist nach der von mir zitierten Vorschrift, dass die Anklageschrift oder andere amtliche Schriftstücke eines Strafverfahrens oder auch eines Bußgeld- oder Disziplinarverfahrens vor der öffentlichen Erörterung in der Hauptverhandlung oder vor Abschluss des Verfahrens veröffentlicht werden. Ah. Und die Frage, die sich hier zunächst mal stellt, ist, was ist überhaupt eine Gerichtsverhandlung oder was ist ein Strafverfahren? Es ist eine sehr umstrittene Frage, ob zu dem Zeitpunkt, wo noch gar nicht über die Eröffnung eines Verfahrens entschieden worden ist, ob da überhaupt schon ein Gerichtsverfahren im Sinne dieser Vorschrift vorliegt. Die Augsburger Staatsanwaltschaft bejaht das und sagt, das ist sowieso nicht erlaubt. Ich bin da ganz anderer Auffassung und da weise ich mich also in guter Gesellschaft mit Herrn Strate. In dem Fall Mollert kommt konkret hinzu, da geht es ja im Moment darum, dass ein Wiederaufnahmeverfahren angestrebt wird. Ja. Das heißt also, es ist zunächst mal ein abgeschlossenes Verfahren gewesen. Mhm. Und solange das Wiederaufnahmeverfahren nicht begonnen hatte, war es aus meiner Sicht ohnehin unproblematisch, da zu veröffentlichen. Jetzt läuft ein Wiederaufnahmeverfahren und dann ist die Frage, ob im Rahmen der Überprüfung, ob denn eine neue Hauptverhandlung stattfinden soll, inzwischen ist das ja bejaht worden, ob da es verboten sein kann, diese Dinge, die ja ein schon abgeschlossenes Verfahren anbetreffen, noch veröffentlicht werden können. Ich denke, Strate darf das. Ansonsten ist es so, dass jedenfalls in dem Moment, wo ein Verfahren eröffnet worden ist, die Anklageschrift oder andere amtliche Stücke nicht veröffentlicht werden dürfen. Aber das Verrückte ist, verboten ist nur, das im Wortlaut zu veröffentlichen. Wenn ich das in indirekter Rede mache, selbst wenn jedes Detail drinsteht, dann darf ich das. Und wenn ich das kommentiere im Rahmen eines Beitrages, den ich jetzt selber formuliert habe und alle Details nehme ich mit rein, dann darf ich das auch. Das ist also schon eine relativ verrückte Strafvorschrift. Das ist allerdings wirklich verrückt. Und ich habe mich noch gefragt, wie kommen diese ganzen Details eigentlich an die Öffentlichkeit? Da habe ich mich mal mit einem Kollegen drüber unterhalten, auch im Rahmen des Fall Kachelmanns. Und der Kollege sagte, tja, Christian, das läuft so ab, dass die Presse teilweise gezielt Justizbeamte besticht und die holen die Akten dann aus dem Fach des Richters, also ganz praktisch, kopieren das und leiten es an die Öffentlichkeit weiter. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also ich bin nicht dabei, wenn Justizbeamte so etwas machen. Man wundert sich natürlich bisweilen schon, wie kommt die Presse an bestimmte Informationen und wie kommt die Presse an bestimmte Dokumente. Sicherlich ist es so, dass beispielsweise auch bisweilen Angeklagte, Nebenkläger, Verfahrensbeteiligte Dinge
manchmal gegen Vergütung oder auch, weil sie ein Interesse daran haben, an die Presse weitergeben. Auch Anwälte sind davor sicherlich nicht gefeit. Ne? Also da kann es ganz, ganz viele Gründe geben. Der interessante Punkt ist, warum ist das eigentlich verboten? Warum darf man das nicht? Und ich muss sagen, ich finde die Begründung, die aber vom Bundesverfassungsgericht gedeckt worden ist, ich finde die einigermaßen verrückt. Ja, es soll nämlich darum gehen, dass neben etwaigen schützenswerten Interessen eines Angeklagten die Schöffen, also die Laienrichter und etwaige Zeugen nicht beeinflusst werden sollen durch die Veröffentlichung von Aktenteilen vor Erörterung in der Hauptverhandlung. Das Verrückte ist natürlich, wenn ich jetzt in indirekter Rede das Ganze wiedergebe, wenn ich das Ganze dazu auch noch kommentiere, dann ist natürlich die Beeinflussung unter Umständen noch viel größer, als wenn ich rein objektiv im Wortlaut das Ganze veröffentliche. Das erste darf ich, das zweite darf ich nicht. Ich finde es abstrus. Abschließend vielleicht noch, Rainer, du hast vorhin gesagt, du hattest das gleiche Problem, hast Strafakten mal veröffentlicht, dagegen ist aus Augsburg ein Verfahren gegen dich geführt worden. Mhm. Wie ist es ausgegangen? Ja, das ist so ausgegangen, dass die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft nachher dieses Verfahren gegen mich wegen Geringfügigkeit eingestellt hat. Das heißt, die haben gesagt, ein etwaiges Verschulden wäre jedenfalls als geringfügig anzusehen und hat sich damit so aus meiner Sicht ein bisschen daran vorbeigedrückt, die zentralen Fragen tatsächlich zu beantworten. Mir wäre lieber gewesen, man hätte das ganze magazinreichenden Tatverdacht eingestellt, indem man konstatiert hätte, das, was der Polen da gemacht hat, ist gar nicht strafbar. Lass mich noch ein letztes Wort sagen. Ja. Bei mir ging das darum, dass das ein Beschwerdebeschluss in einer Haftbeschwerdesache war, den ich veröffentlicht habe. Mhm. Das macht die Justiz permanent selbst. Das fängt beim Bundesverfassungsgericht an, über den Bundesgerichtshof, auch über die Instanzgerichte. Die veröffentlichen ständig solche Beschlüsse, und zwar auch vor Abschluss des Verfahrens und vor Erörterung in der Hauptverhandlung auf ihren Websites. Ja. Und das ist ja eigentlich auch wichtig, damit man damit arbeiten kann. Klar. Damit man damit weiß, und zwar auch bevor ein Verfahren möglicherweise nach Jahren beendet worden ist, wie sieht die Justiz so etwas? Wenn die das dürfen, so sage ich, dann darf ich das auch. Sonst müsste man die Richter auch vor Gericht stellen. Nein, und ich finde es auch gut, dass sowas gemacht wird, denn überhaupt können so nur Prozesse richtig an die Öffentlichkeit kommen, können die Menschen auch nur dahinter blicken und analysieren, was macht der Staat da. Und ein Prozess ist ja in der Regel auch öffentlich. Wieso sollten die einzelnen Akten dann nicht auch an die Öffentlichkeit gelangen? Ich sehe ein, dass nicht immer alles zu früh schon verbreitet werden kann. Im Fall Kachelmann sind sicherlich ein paar Details an die Öffentlichkeit gelangt, die man besser nicht hätte rausgegeben. Darum gibt es auch wieder Prozesse. Aber es ist eben ein schmaler Grat, der da gewählt werden muss. So ist das, ja. Das war es auch schon wieder mit unserem kurzen Video zum Thema Strafakten und ob die veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Falls euch das gefallen hat, dann abonniert diesen Kanal und seid auch beim nächsten Mal wieder gerne mit dabei. Tschüss und bis dahin. Tschüss.